Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strategic Command. Wir spielen eine Multiplayer-Partie gegen Dupeman. Falls ihr die Partie aus seiner Perspektive verfolgen wollt, so schaut doch gerne bei ihm vorbei. Ihr findet entsprechende Links in der Videobeschreibung und auf meiner Kanalseite. Ja, in der letzten Folge ist Polen gefallen und es sind deutsche Marinekräfte vor Halifax aufgetaucht. Dass Polen in der zweiten Runde fällt, ist jetzt nicht besonders verwunderlich. Für einen guten Spieler, wie Dupeman es ja ist, ist das kein Problem, diese Nation innerhalb von zwei Runden aus dem Spiel zu nehmen. Nun ja, und die Marineeinheiten vor Halifax haben unseren Hafen bedroht. Wir konnten aber erfreulicherweise das U-Boot zurückschlagen, sodass unsere Konvoiroute nach wie vor intakt ist. Zumindest mal im Moment, denn wir müssen davon ausgehen, dass Dupeman natürlich nochmal nachsetzen wird. Nun gut, schauen wir mal, was uns die Wiederholung so verrät. Ja, und hier kommt das U-Boot wieder hinterher. Es gibt aber keinen Angriff mit dem schweren Kreuzer auf den Hafen. Die Einheiten gruppieren sich um. Er bewegt natürlich jetzt alle Truppenbestandteile aus Polen in Richtung Westen. Und das war es auch schon, eine recht kurze Wiederholung. Überfall der Achsenmächte, stören die Produktion in Springy Mines und Halifax und unser U-Boot hat immerhin 13 MPP versenkt. Sehr schön. Die Uhr dreht weiter. Oh ja, und es gibt einen strategischen Rat. Die Bedeutung des britischen Expeditionskorps für die französische Moral. Um die Moral der Franzosen für den Fall einer deutschen Invasion zu stärken, sollten wir mindestens zwei Einheiten in Frankreich haben. Besser wären fünf oder mehr, falls das möglich sein sollte. Setzen Sie die Einheiten ein, um Paris, Nordostfrankreich und die Maginot-Linie zu verteidigen. Falls wir das nicht tun und die Deutschen marschieren in Frankreich ein, wird die Moral der Franzosen schnell abnehmen, was zu einer frühzeitigen Kapitulation führen könnte. Die Franzosen verlassen sich auf unsere Hilfe, wie auch schon in 1914. Lassen wir sie nicht im Stich. Ja, dieser strategische Rat ist ganz gut, aber ich befürchte, dass ich wohl gegen ihn verstoßen muss. Nun ja. Entscheidung. Französischer Ministerpräsident. Die Kommunistische Partei Frankreichs hat den Krieg als eine Auseinandersetzung zwischen kapitalistisch-imperialistischen Staaten bezeichnet und gefordert, dass wir uns mit Hitler einigen. Wenn wir nicht aufpassen, wird der Einfluss der Kommunisten in der Armee wachsen. Dies würde zu Unzufriedenheit und Unruhe führen, was wiederum die Effizienz unserer Truppen verringern würde. Aus diesem Grund sollten wir entschieden gegen diese Partei vorgehen, indem wir sie verbieten und ihre Aktivisten verhaften. Wenn wir das tun, verhindern wir Unzufriedenheit in der Armee und erhöhen unsere nationale Moral um 1000 Punkte. Die UdSSR würde dies natürlich als einen feindseligen Akt einstufen und 3 bis 5% weniger in unsere Richtung tendieren. Wollen Sie die Kommunistische Partei Frankreichs verbieten und ihre Aktivisten verhaften lassen? Ja, und hier möchte ich ganz gerne nochmal so an das allererste Video erinnern. Dort habe ich ja gesagt, dass wir insbesondere die Sowjetunion und auch Großbritannien stärken wollen. Und insofern dürfen wir diese Partei an der Stelle nicht verbieten, weil dadurch ja die sowjetische Mobilisierung nach unten gehen würde. Und das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Wollen Sie die Kommunistische Partei verbieten und verhaften? Nein, das wollen wir nicht. Und es gibt die nächste Entscheidung, diesmal auf sowjetischer Seite. Hauptquartier der Roten Armee. Um die Anfälligkeit von Leningrad gegen einen Angriff aus dem Norden zu mindern und zugleich die finnische Armee zu schwächen, sollten wir Finnland zwingen, einige Gebiete an uns abzutreten. Wir können die Kontrolle über die karelische Landenge, das Gebiet im Norden von Leningrad sowie über den Hafen von Hanko im Westen von Helsinki fordern. Wollen Sie Finnland zwingen, die karelische Landenge und Hanko an uns abzutreten? Ja, und das habe ich mir auch überlegt. Ich wusste ja, dass das Event kommt. Und auch hier werden wir nochmal Nein sagen. Wir werden die Finnen nicht zwingen. Und es gibt noch eine dritte Entscheidung. Das kommt ja jetzt Schlag auf Schlag. Noch einmal, Hauptquartier der Roten Armee. Der deutsche Außenminister hat uns Vorschläge für die Revision einiger Aspekte des Molotow-Ribbentrop-Paktes übermittelt.
Der Hauptpunkt dabei ist, dass die Deutschen anbieten, Litauen aus ihrem Einflussbereich in unseren zu übertragen. Damit könnten wir das Land nächstes Jahr besetzen. Im Gegenzug wünschen sie, dass wir uns in Polen von der Weichsel-Sann-Linie ostwärts zur Bug-Sann-Linie zurückziehen. Dies hätte zur Folge, dass die Festung Brest-Litovsk anfälliger für Angriffe wäre. Wenn wir hier Ja sagen, führt dieser weitere Beweis unserer Freundschaft mit den Achsenmächten dazu, dass die UdSSR 5% weniger in Richtung der Alliierten tendiert. Möchten Sie unter Berücksichtigung dieser Folgen den geänderten Grenz- und Freundschaftsvertrag akzeptieren? Ja, und das ist so ein trügerisches Event. Man bekommt irgendwie so das Gefühl, oh, wir können Litauen besetzen, aber die negativen Auswirkungen dieses Events überwiegen. Also zum einen würde die Mobilisierung der UdSSR um 5% nach unten gehen. Das ist schon mal ein heftiger Schlag. Wir haben ja gerade mal eine Mobilisierung von 20%. Und das nächste ist, dass man dann auch noch Land an das Deutsche Reich abtritt, sodass die Strecke, die die Deutschen im Unternehmen Barbarossa zurückleben müssen, kürzer wird. Also auch hier müssen wir ganz klar sagen, nein, das wollen wir nicht annehmen. Und wir bekommen eine neue Einheit mit den Sowjets, eine Pioniereinheit. Die werden wir gleich in Ruhe positionieren, wenn wir die Sowjets dann auch bewegen. Ja, hier ist Ostpolen, jetzt in sowjetischer Hand. Ansonsten hat sich nicht viel getan, außer dass wir hier vor Halifax jetzt erneut eine Belagerung des Hafens haben. Im Moment ist der Hafen noch auf einer Stufe 5, das heißt, die Konvoiroute geht ganz normal in Richtung Großbritannien ab. Aber sie ist nach wie vor bedroht und wir bekommen unseren zweiten Zerstörer noch nicht heran. Die Franzosen schaffen es nicht ganz, aber die Kanadier können wir nochmal einsetzen. Gut, ein bisschen was haben wir in der Hand. Ich werde mir jetzt einmal die Situation in Ruhe ansehen und euch dann gleich wieder dazu holen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir beginnen wie gewohnt mit den Vereinigten Staaten, können hier aber nicht viel machen, da uns schlicht und ergreifend die MPP im Moment noch fehlen. Insofern müssen wir erstmal weiter sparen. Ein, zwei Kleinigkeiten gibt es. Wir können mit dem Korps natürlich noch Boston besetzen. Das war ja auch das Endziel dieser Einheit. Und wir haben hier unser Jagdflugzeug, mit dem wir einmal einen Scoutingflug durchführen können. Und das werden wir auch tun, ganz einfach, weil wir es können. So, wir decken hier erwartungsgemäß keine gegnerischen Einheiten auf. Ja, dann kommt der spannende Teil. Können wir erneut das U-Boot vertreiben oder nicht? Wir greifen mal an. Das U-Boot taucht vor dem Angriff ab und es verschwindet. Halleluja. Also hier haben wir nochmal Glück gehabt. Also hätten wir das U-Boot nicht vertreiben können, wäre unsere Versorgungsroute in sich zusammengebrochen. Aber so bleibt die Konvoiroute weiterhin bestehen und wir haben zum zweiten Mal das U-Boot verscheuchen können. Ja, das ist doch wirklich ein sehr glücklicher Umstand. Sehr schön. Gut, dann sind wir aber mit den Vereinigten Staaten auch soweit durch. Und wir springen rüber in die Sowjetunion und schauen uns einmal die Sowjetunion an. Also zum einen haben wir hier das gleiche Problem wie mit den Vereinigten Staaten. Uns fehlt im Moment das Einkommen, um jetzt in eine neue Technologie zu investieren. Auch hier müssen wir mit den Sowjets noch etwas weiter sparen. Aber wir haben eine neue Einheit bekommen, ein Pionierkorps, und das werden wir auch entsprechend einsetzen. Es soll hier südlich von Wjasma zum Einsatz kommen und wir werden auch gleich mit dem Befestigen beginnen. Wir drehen nochmal ein wenig die Festung. Ja, und beginnen mit dem Bau. Gut, dann werden wir unsere Bewegung weiter durchführen. Im Norden befindet sich ja ein Korps im Anmarsch, das etwas Platz in Belomorsk benötigt. Dann hüpfen wir schon mal in die Stadt hinein und können dann auch wieder in der nächsten Runde mit der Garnison zurückziehen. Im Norden gibt es nichts zu tun. Auch die ganze Linie hier entlang brauchen wir nichts machen. Wir werden jetzt einfach noch die beiden Einheiten, die sich aus dem Bereich Kursk im Anmarsch befinden, aber auch aus Stalingrad im Anmarsch befinden, weiter in Richtung Westen bewegen. Und ich denke, dann ist auch in der nächsten Runde der richtige Zeitpunkt, um sich über eine genaue Positionierung der Einheiten schon mal Gedanken zu machen. Ja, das passt soweit erstmal.
Gut, ich habe nichts übersehen und damit springen wir auch schon direkt nach Frankreich. Ich denke, es wird wohl eine relativ kurze Runde werden. Gut, ich schaue mir gerade Frankreich an. Wir sehen uns gleich wieder. Und weiter geht's mit den Franzosen. Wir haben unsere finalen Ziele erreicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt an dieser Stelle nicht mehr großartig bewegen. Und wir können mit dem Verstärken unserer Einheiten fortfahren. Ich werde jetzt den einzelnen Einheiten immer nur einen einzigen Stärkepunkt hinzufügen. Ganz einfach, weil das auf Dauer etwas kostengünstiger ist. Ich möchte euch das gerne mal anhand dieser Armee demonstrieren. Also, wenn wir einen Stärkepunkt hinzufügen, kostet uns das 12 MPP. Würden wir sofort auf die maximale Stärke gehen, so entstehen Kosten von 62 MPP. Naja, und 5 Einzelschritte sind 5 mal 12 gleich 60, 60 MPP im Verhältnis zu 62 MPP, sodass wir in Summe, ja, 2 MPP einsparen, wenn wir schrittweise vorgehen. Wenn ich das dann bei 4 Einheiten durchgeführt habe, so ergibt das eine Summe von 8 MPP, die wir eingespart haben. Und dafür kann ich mir wiederum einen Stärkepunkt bei einem Korps leisten, denn dort kostet die Verstärkung um einen Punkt 7 MPP. Ich denke mal, das ist also relativ einfach nachzuvollziehen, warum ich diesen Weg des Micromanagements jetzt auch einschlage. Ihr könnt natürlich sagen, das ist alles Erbsenzählerei. Und das ist natürlich völlig richtig, das ist Erbsenzählerei. Aber gegen so einen starken Spieler wie Dupeman müssen wir, glaube ich, jede Karte ziehen, jedes Ass aus dem Ärmel holen, das uns auch nur ansatzweise zur Verfügung steht. Nun gut, dann verstärken wir uns also wie besprochen durch. Wir beginnen mit den Armeen. Drei, vier, fünf und sechs. Und dann werden wir auch noch mal sechs Korps genauso verstärken. Drei, vier, fünf und die letzte Einheit in Paris ebenfalls um einen Punkt. Sehr schön, sehr schön. Damit sind wir herunter auf 28 MPP und das war auch der Zielwert, den ich erreichen wollte. Die nächste Maßnahme betrifft unser Jagdflugzeug. Wir hatten es ja in der letzten Runde aus dem Bodenmodus herausgeholt und ich habe mir überlegt, wir bringen es doch nochmal in den Bodenmodus hinein. Ganz einfach, weil ich vermeiden möchte, dass wir mit dem Jagdflugzeug jetzt schon Schaden erleiden. Also Bombenangriffe sind im Moment noch ausgeschlossen, aber wir können Aufklärungsflüge mit Jagdflugzeugen durchführen. Und Dupeman könnte natürlich jetzt auch versuchen, das Hinterland der Maginot-Linie aufzuklären. Dann würde unser Jagdflugzeug fliegen, wir würden wahrscheinlich Schaden erleiden und würden dann erneut MPP für das Verstärken des Flugzeuges, des Jägers aufwenden müssen. Und das erscheint mir zum jetzigen Zeitpunkt, also im Oktober 39, nicht sinnvoll zu sein. Deswegen gehen wir nochmal in den Bodenmodus hinein. Gut. Unsere Garnison soll dauerhaft auch in Nordfrankreich eingesetzt werden. Daher bewegen wir sie mal in Richtung Norden. Und damit sind die ganzen Bewegungen und Verstärkungen in Zentralfrankreich abgeschlossen. Unser Schlachtschiff kann stehen bleiben. Dann kommen wir zu den Marineeinheiten im Bereich Marseille-Toulon. Wir werden den leichten Kreuzer demnächst im Seegebiet vor Madeira benötigen. Deswegen verlegen wir ihn schon mal in die richtige Richtung. Und wir werden den schweren Kreuzer, der sich hier im Hafen von Algier befindet, im Bereich der Biskaya verwenden. Deswegen bewegen wir uns mit ihm auch schon mal passend in die Richtung. Ja, und wir kommen wohlbehalten an. Nebenbei haben wir dadurch ja auch gewisse Seegebiete gescoutet. Wäre dort ein deutsches U-Boot gewesen, hätten wir es aufgedeckt. Aber das scheint erstmal alles frei zu sein. Das Schlachtschiff aus Marseille kommt in den Hafen von Algier. Ganz einfach, weil Algier wichtig ist, falls Dupeman nicht die Kapitulation Frankreichs annimmt. Dann muss Algier geschützt sein. Insofern macht das Schlachtschiff hier in dem Hafen sehr, sehr viel Sinn. Und wir werden mit unserem U-Boot weiter scouten, fahren mal in Richtung Syrakus. Decken keinen Gegner auf
und fahren jetzt mal weiter in Richtung Tripolis. Decken dort auch keinen Gegner auf. Sehr schön. Ich vermute mal, dass er sich mit seinen Marineeinheiten auch in die Adria zurückgezogen hat. Also viele Marineeinheiten sind ja von Anfang an in der Adria stationiert und ich vermute mal, dass er weitere Einheiten dort auch hineingezogen hat. Damit sind wir mit dem französischen U-Boot durch und es bleibt nur noch eine französische Einheit, Entschuldigung. Wir sind mit dem U-Boot durch und es bleibt eine Einheit übrig, das ist das Korps. Das bringen wir mal weiter in Richtung Port Said. Das soll ja unseren Angriff in Richtung Libyen unterstützen. Gut, damit sind wir mit den Franzosen soweit durch und ich mache mir als nächstes einmal Gedanken zu den Briten. Bis gleich. Ja, und schlussendlich kommen wir zu Großbritannien. Wir geben als allererstes einmal ein paar MPP aus und zwar investieren wir in die Forschung in den Infanteriekrieg. Das ist ja neben den Infanteriewaffen schon mal eine recht wichtige Technologie, um unsere Bodentruppen ja deutlich im Kampf zu steigern. Und wir verstärken unser Hauptquartier. Das kostet einmal 70 MPP und wir verstärken unser U-Boot auf die volle Stärke von 10. Dafür hatten wir es ja extra in den Hafen von Montpellier hineingebracht. Gut, somit verbleiben 181 MPP und die nehmen wir mal mit in die nächste Runde. Warum bin ich an dieser Stelle so vorsichtig? Also wir wissen ja nicht, ob die kanadische Konvoiroute dauerhaft bestehen bleibt oder doch nochmal durch die deutschen Attacken unterbrochen wird. Und da das alles unklar ist, möchte ich mir doch einiges an MPP aufheben, denn es gibt zwingende Ausgaben, die wir durchführen müssen, um unseren Afrika-Feldzug starten zu können. Und insofern bin ich an dieser Stelle mal ein bisschen vorsichtig. Dann bewegen wir noch unsere Einheiten in entsprechende Positionen. Und wir besetzen Calais und sind somit unserem Expeditionskorps soweit aufgestellt. In der nächsten Runde werden wir uns dann verstärken. Naja, und dann wollen wir aufbrechen in Richtung Afrika. Gut, als nächstes scouten wir ein wenig. Schauen wir mal, ob wir mit unserem Stuka etwas entdecken. Nein, auch der Jäger wird aktiv und schauen wir mal, findet nichts in Richtung östlicher Ärmelkanal. Und dann setzen wir noch unseren strategischen Bomber ein. Wir werden diesmal etwas mehr in die Fläche hinein scouten. Ja, hier gibt es nichts zu sehen und wir werden auch ein wenig in die Richtung nochmal fliegen. Ja, hier decken wir auch kein deutsches Schiff auf. Gut, das sind soweit erstmal ganz gute Nachrichten. Dann fahren wir mit unserem U-Boot die Küste entlang und schauen, ob wir hier doch noch irgendwo eine deutsche Marineeinheit entdecken. Das ist im Moment aber nicht der Fall. Fahren wir noch ein Stückchen weiter vor. Ja, und dann bewegen wir uns mal zurück in eine gute Position, von der wir aus die Konvoiroute aus Norwegen behaken können. Und dann haben wir unsere leichten Kreuzer bereit gemacht. Die sind auch schon im Modus, wie heißt der eigentlich? Modus Überfall. Das heißt, sie können also auch Schaden an der Konvoiroute verursachen. Auch mit ihnen scouten wir mal vorsichtig in die Nordsee hinein. Entdecken an dieser Stelle aber nichts und fahren dann auf die Route drauf. Und wir holen den nächsten leichten Kreuzer nach. Sehen zu, dass wir eine möglichst große Fläche scouting-technisch abdecken. Ja, und schließen uns mal den Einheiten an und auch hier haben wir nichts aufgeklärt. Ja, die Nordsee scheint relativ verlassen zu sein. Ja, wenn wir unseren Afrika-Feldzug starten, dann brauchen wir auf jeden Fall unsere Royal Navy im Mittelmeer. Und daher werden wir alle Einheiten, die sich jetzt auch im Bereich Großbritannien aufhalten, ins Mittelmeer verlegen müssen. Und ja, so allmählich ziehen wir uns schon mal weiter die Küste herunter, um uns zu sammeln.
Der Flugzeugträger kommt hinterher, ist durch das Schlachtschiff jetzt geschützt. Das Schlachtschiff steht schon in einer guten Position, die Einheiten passen. Dann bringen wir unseren schweren Kreuzer schon einmal in eine Position, von der er aus dann letztendlich auch den Seeweg für unsere Truppentransporter und für die Royal Navy scouten können, sodass wir dann bei der Verlegung in Richtung Mittelmeer auf keine unerwarteten Überraschungen stoßen. Ja, damit sind die Bewegungen hier soweit abgeschlossen. Bis auf das polnische U-Boot, das ich ebenfalls hinterherziehen muss, in Richtung USA. Es soll auf jeden Fall unsere Bemühungen vor Halifax unterstützen. Ja, das passt soweit. Kommen wir ins Mittelmeer. Die beiden Schlachtschiffe können stehen bleiben. Ja, mit dem Zerstörer werden wir jetzt mal ein Stückchen in Richtung Rhodos ziehen. Ja, und hier haben wir auf der Fahrt auch nichts aufgedeckt. Gut, also wir sind ja intensiv dabei, mit unseren Einheiten die gegnerischen Häfen zu scouten. Mich wundert, dass Dudeman das zu diesem Zeitpunkt noch nicht macht. Ich habe aber überlegt, dass wir auch den Hafen... Ach, jetzt kommt wieder dieses Packen. Ich habe mir aber auch überlegt, dass wir den Hafen von Malta komplett leer ziehen, sodass, wenn er hier scoutet, also, dass er dann einen leeren Hafen vorfindet und sich Gedanken über den Verbleib unserer Marineeinheiten macht. Wir bringen mal den Flugzeugträger auch nach Aqaba. Wir fahren nach Suez hinein. Und holen den schweren Kreuzer, wie gesagt, aus dem Hafen von Malta heraus. Ja, also so erzeugen wir zumindest mal teilweise ein Bild der Leere in unseren Häfen. Und das ist auch genau das, was Dudeman finden soll, wenn er denn wirklich auf Scouting-Fahrt gehen sollte. Gut, wir verschieben uns noch hier in Ägypten, haben damit auch an dieser Stelle unsere Position erstmal erreicht. Und es entwickelt sich alles langsam in die richtige Richtung. Gut, ich schaue nochmal gerade schnell rüber. Nein, wir haben hier nichts vergessen. Dann springen wir in den Atlantik, kümmern uns zunächst einmal um das französische, um die französische Einheit, den französischen Zerstörer. Also Dudeman ist jetzt mittlerweile in der zweiten Runde dabei gewesen, unseren Hafen zu belagern. Das haben wir ja verhindern können. Er wird sich aber auch die Frage stellen, wie lange er sich dort noch ungehindert aufhalten kann. Denn ihm muss ja klar sein, dass wir mit unseren Marineeinheiten auf dem Anmarsch sind. Und es könnte auch sein, dass er versucht, sich irgendwo mit dem schweren Kreuzer und auch mit dem U-Boot zu verstecken. Ich finde eigentlich immer sehr schön, also wenn ich das mache, fahre ich immer ganz gerne durch die Cabot-Straße. Und das möchte ich unterbinden. Zumindest mal möchte ich es mitbekommen, wenn er hier durchführt. Und daher fahren wir einfach mal direkt mit dem französischen Zerstörer hier ins Zentrum dieser Straße. Und sollte er nun versuchen, sich darüber zu verkrümeln, würden wir das normalerweise mitkriegen. Und dann bringen wir unsere verbleibenden Marineeinheiten heran. Wir werden mal neben der Konvoiroute vormarschieren. Der schwere Kreuzer kommt hinterher. Beziehungsweise Schlachtkreuzer, entschuldigt bitte. Ich bin gerade ein wenig unkonzentriert. Den britischen Zerstörer bringen wir auch nach vorne. Und den zweiten Schlachtkreuzer.
Ja, und allmählich erreichen wir mit unseren Marineeinheiten das Einsatzgebiet. Schauen wir mal, ob wir dann den schweren Kreuzer und das U-Boot auch effektiv bekämpfen können. Ich hoffe mal, dass hier an dieser Stelle unser Kräfteansatz ausreicht. Gut, damit sind wir soweit durch. Ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen. Und dann drücken wir auf den roten Knopf. Entscheidung: Britisches Außenministerium. Der erste Lord der Admiralität, Winston Churchill, drängt uns, zwei irische Häfen zu besetzen, um der Royal Navy Stützpunkte zu verschaffen, die uns bei unseren Bestrebungen helfen würden, unsere Schiffe vor U-Boot-Angriffen zu schützen. Die Häfen liegen an der Südküste Irlands, wo wir bis zum letzten Jahr im Rahmen des Anglo-Irischen Vertrages von 1921 Marinestützpunkte hatten. Irland verfügt nicht über ausreichende militärische Mittel, um uns an der Wiederbesetzung der Vertragshäfen zu hindern. Allerdings müssen wir mit entsprechenden politischen Konsequenzen für uns und für die USA rechnen, wenn wir den Plan umsetzen. Auf der anderen Seite würde eine solch gewagte und entschiedene Aktion neben den strategischen Vorteilen auch unsere nationale Moral stärken. Wollen Sie der Royal Navy den Befehl erteilen, die Häfen von Cork und Waterford zu besetzen? Ja, und ich hatte ja eingangs zu dieser Partie erklärt, dass ich gerade Großbritannien und die Sowjetunion boosten möchte. Und insofern müssen wir diese Frage mit Ja beantworten. Die britische Moral wird durch die entschiedene Besetzung der irischen Häfen gestärkt. Der irische Ministerpräsident de Valera protestiert gegen die Besetzung von irischen Häfen. Die britische Besetzung von irischen Häfen sorgt für Verstimmungen in den USA. Ja, und wir besetzen jetzt Cork und ebenso Waterford. Überfallangriffe der Achsenmächte stören die Produktion in Springle, Mainz und Halifax. Wissenschaftler berichten über Fortschritte bei der Positionstechnologieentwicklung von 16 auf 38%, sehr nett. Es gibt Einkommen, 254 MPP für Großbritannien, 117 für die Franzosen, 52 für die USA und immerhin 46 MPP für die UdSSR. Gut, bis hierher sehen wir den klassischen Beginn eines 1939er-Szenario. Das ist nichts Besonderes oder Unerwartetes passiert. Nun gut, schauen wir mal, wie sich die Partie weiterentwickelt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Papa Bär.